Ey Leute, kurz bevor das es losgeht, aus irgendeinem Grund hatte meine Kamera die schlaue Idee, mit ihrem Mikrofon aufzunehmen und nicht mit meinem Mic, das man eigentlich sehr gut sieht jetzt auf dem Video. Es tut mir leid, es hört sich halt jetzt so ein bisschen an, das so unter Wasser irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich entschuldige mich für die Audioqualität, man versteht es eigentlich, aber naja. Beim nächsten Video wird es nicht mehr so sein. Keine Ahnung wieso, dass sie mit seinem Mikrofon aufgenommen hat und nicht mit einem richtigen Mikrofon mit diesem hier. Naja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück heute in Formel 1. Bevor das losgeht, gibt es hier noch allgemeine Infos. Ihr könnt aber unten mit der Kommentarfunktion beschäftigt oder mit der Kapitelfunktion könnt ihr schon direkt zum eigentlichen Video geben. Jetzt erstmal kurz ein paar allgemeine Infos zum Kanal. Ich werde jetzt machen, dass nur noch Mittwochs und Samstag Videos kommen. Entweder Hitman, Formel 1 oder Cooking Simulator, immer so ein bisschen. Das, was ich programme, will ich spielen. Und dann auf einem anderen Channel, auf dem eigentlichen Main-Channel, habe ich dann eigentlich vor, ein Video aufzumachen. Wenn dann Samstag kommt, das ist dann Real Life, keine Ahnung. Ja, das wollte ich aber nochmal so ein bisschen erwähnen. Die Videos ansonsten werden aber gleich bleiben. Mehr oder weniger gleich. Und heute werden wir der Formel 1 Karriere beginnen. So, und zwar heute. Können wir ein eigenes Team machen? Das habe ich gesehen bei. Ach ja, stimmt, der Hintergrund. Der Hintergrund ist jetzt kein Greenscreen mehr, weil es ein bisschen umständlich war und ich auch ziemlich schlechtes Licht immer hatte. Es sind hier halt auch Gitarren, weil ich spiele Gitarre und die hängen halt hier und hinten ein bisschen was. Ich habe bei Blüten, ich weiß, nicht um 1,20. Aber 2021 konnte man sich erst vorstellen. Und letztes Wochenende war ja Rennen, ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir das geguckt, dann habe ich das Rennfieber auch wieder so ein bisschen gepackt und dachte ich, wo wäre es gerne wieder mit Formel 1 spielen. Ich habe aber nur Formel 1 2013, also Formel 1 2013, habe ich auf der PS dran. Und ja, dann habe ich ein Video bei Blüten gesehen, dass man sein eigenes Team machen kann, aber ich dachte, boah, das muss ich auch, wäre doch voll geil. Dann habe ich gesehen, auf Steam, was ist das Spiel, 60 Euro, oder ohne 60 Euro, irgendwie über 50 Cent. Dann habe ich Tulpen geguckt und gesehen, dass er eine Zusammenarbeit mit X Gamer hat und gesagt hat, dort gibt es übertrieben günstiges Spiel. Und dann habe ich gedacht, ja, doch mal gucken, oder? Und es gab es für 11 Euro. Ist ja eigentlich egal, aber jetzt habe ich es und jetzt bin ich auch angefangen. Das ist mein privater Charakter, ich habe nämlich schon zwei Rennen gefahren. Ich habe jetzt auch noch dann diesen Pilot ein bisschen hochgestellt und den Lenkrad, weil ich kann das halt nicht weiter als so bringen. Geht nicht. Und deswegen habe ich das noch ein bisschen hochgestellt, weil jetzt habe ich festgestellt, bei engen Kurven konnte ich ein bisschen zu wenig weit lenken und musste deswegen abbremsen und deswegen wurde ich langsam und dann ist gut. Fertig, bin im Kurs. Jetzt geht's weiter hier bei der Charakterauswahl. Wie gesagt, das ist mein alter Charakter, den ich gerade spiele. Wir machen jetzt aber einen neuen, will aber sagen, wir nehmen. So, wir kommen natürlich aus der Schweiz. Wir nehmen aber keine Ahnung, den Namen, weil die Kuchen nicht mehr. Wir nehmen. Haben wir irgendeine Bedeutung, die Star auf dem Kanal? Wir nehmen. Wieso? Okay, Boss. Karl hier. Dann bringen wir dieses Team mal an den Start. Als erstes müssen wir einen Namen eintragen und ein paar wichtige Partner finden. Zuerst einen Namen ein. Wir wollen jetzt erstmal einen Namen. Wir wollen uns nennen. Den King. Den ist so. Das muss ich aber gut an. Lass uns jetzt unseren Hauptsponsor für die erste Saison wählen. Genau. Wir können sich nämlich. Bei einigen Sponsoren gibt es eine größere Startsumme im Voraus. Andere zahlen höhere wöchentliche Beiträge. Je besser wir sind, desto schneller erhöht sich unser Level, was uns mehr Sponsorengelder verschafft. Und zwar, seht ihr, es gibt auch immer einen Zielbonus, den man Ende Jahr, den man Ende Jahr erreichen muss. Da ich halt weiß, bin ich wirklich gut in Formel 1 und deswegen nehmen wir einfach den Kleist und ich glaube, das ist auch das erste.
Genau. Ohne Triebwerk kann unser Chassis schlecht fahren. Also kümmern wir uns erstmal darum. Ein stärkerer und verlässlicherer Motor ist natürlich besser. Aber pass auf, dass du nicht unser ganzes Geld ausgibst. Wir brauchen auch noch was für Personal und Einrichtungen. Die Motorenhersteller versorgen dich im Laufe der Saison auch mit kostenlosen Verbesserungen. So, wir nehmen jetzt, ich habe den alten Honda genommen, aber die fahren sehr langsam. Also, viele haben ja Mercedes, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir Honda oder Honda nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Honda von. Dann müssen wir wirklich das Geld abhalten. Und dieser Typ reden wir die ganze Zeit an. Das hier sind die Fahrer, die an unserem Team interessiert sind. Überprüf ihre Werte und such dir jemanden aus, der gute Resultate liefern könnte und den wir uns auch leisten können. Oh, und die Verträge werden alle paar Rennen erneuert. Das heißt, wenn nötig, haben wir genug Gelegenheiten, jemand anderen unter Vertrag zu nehmen. Perfekt. Leider hat es kein anderer Schweizer, wenn nur wir den Dinger nicht Schuhmacher. Ja, diesen Motor ist halt in 20 Kollegen. Wenn man noch ein Team kriegt, kannst du bestätigen. Ja, gut, können wir bestätigen, glaube ich. Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Genau. Lackierung, das ist unsere alte Action Fresh aus. Wir werden aber heute eine neue mal anschauen. Gibt es halt verschiedene Vorlagen, da kann man die Farben ändern. Ich weiß nicht, welche wollen wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen diese. Und jetzt können wir hier auf Platz 2. Ich kann mal die Farbe ändern. Das, ich würde sagen, wir machen orange, blau und das hier. Achso. Orange, blau und das, oder? Let's go. Dann wollen wir auch noch. Ja, Sponsoren, die haben wir halt noch keine. Genau, wir jetzt brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Teamlogo. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen. So, das ist nämlich das Alte. Wir machen jetzt hier aber ein neues. Was für nur die Kunden werden. Nur eben, dass wir das jetzt so ein bisschen in den Dienst aus. So ein Stil, jetzt nicht. Stil und sogar dunkel. Okay, dann machen wir auch nochmal kurz die Farbe ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir machen das blau. Dann brauchen wir noch ein Logo. Wir können ja dieses Bam nehmen, Racing. Ich glaube, das lassen wir auch gerade ein bisschen sagen. Ja. Was? Zu guter Letzt müssen wir noch unsere Teamfarben auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen und sogar auf der Kleidung unserer Mechaniker und der Boxencrew. Genau, dann würde ich aber auch sagen, dass wir das so eigentlich. Klasse, das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison sowieso wieder hierher zurück. Wenn du bereit bist, drück. So, okay, als erstes machen wir mal. Ich würde sagen, wir machen. Was machen wir für eine Saison? Machen wir jetzt den? Echt nur 22. Das Satz würde ich mal nicht machen, weil es sind relativ viele Rennen. Aber komm, wir nehmen 10, weil. Das gibt es zu viel. So, ich habe jetzt mal alles eingestellt. Das heißt, wir können die Session starten. Kommen wir am Interview. Also, ich kenne es ja schon mal noch. Sonst Ding. Ich bin ready. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert,
Sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel-1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Das finde ich gern. Wie können wir jetzt hier auswählen, was Sie antworten, oder das wirklich denn auch auf oben oder an den Umsiedlern gewesen, wie gesagt, unser Angebot. Und wenn wir irgendwas sagen, oder zum Beispiel der Motor irgendwie gespannt oder so, dann bekommt es die Motorabteilung mit und versucht das zu fixen und fertig zu machen. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Wir sagen, wir nehmen das nicht mitgegeben, das war bisher eine gute Arbeit. Und das wird es auch für mich ein. Aber ich hätte diese Rolle nicht übernommen. Wenn ich an mich selbst genommen und ihm glauben würde. Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer. Aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Ja, wenn wir einen Rand gepickt sind. Man kann irgendwie Statistiken. Man kann in den Statistiken sehen, wie der Weg ist. Und ich bin ja. Und Leute, ich lande gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ich würde sagen, ich gebe das Ganze jetzt bis zum Qualifying und dann können wir das Qualifying machen oder das Rennen. Das hatte ich hier. Das ein bisschen sehr lang. Nun Leute, wir werden jetzt mal kurz, ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Wir werden jetzt erstmal kurz eine Trainingsrunde machen, um damit ihr so ein bisschen sehen könnt, wie gut ich in Formel 1 bin. Ich habe hier auch Pedale, nicht nur Steuerer. Und genau. Der Wagen bremst aber deutlich geiler als den ich privat habe, ja, kann man so sagen. JS, warte mal, wie habe ich das gemacht? So, glaube ich, ja. So kann ich die ERS anmachen, Alter, ich hier. So. Genau, und dann werden wir in der nächsten Folge auch mal das Qualifying und das Rennen machen. Können wir jetzt heute noch ein bisschen trainieren und ich meine, heute ist. Braucht halt einfach Zeit. Jetzt machen wir nochmal DRS an. Ich weiß, dass jetzt, glaube ich, dann da unten eine richtig behinderte Kurve kommt. Die da unten, die wird jetzt dann richtig schlimm. Finde ich. Ich finde das richtig. Ich finde die richtig schlimm. Oh Gott. Okay. Mein fahrerisches Können ist nicht gerade und so. Oh. Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen schnell gekommen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt die Runde noch fertig. Aktuell werden wir 15. Also egal, wir müssen noch ein bisschen reinkommen. King. Null. Wir bleiben Kingstrom. Ich bin's. King. Oh, ich wäre Erster. Nächste Runde. Nein, okay, nicht schnell. Saubere Runde, ja. Und dann fällt sich nichts aus, Alter. Okay, nee, aber perfekt. Dann, ja, verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Morgen. Vielleicht schon nächsten Samstag. Ich habe gerade übel Bock auf Formel 1. Vielleicht nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe ja am Anfang gesagt, wenn nicht. Und jetzt kommt da wieder die Kurve. Noch welche jetzt. Aber die Kurve war übel gut. Junge, so gut bin ich noch nie gefahren. Okay. Wie gesagt. Vielleicht kommt ein Zeitstag auch nochmal Formel 1. Und dann wird halt. Oh Gott, viel zu schnell. Dann wird. Dort dann das Rennen und das Qualifying kommen, genau. Samstag. Uiuiuiui. Ich glaube, es wird noch lustig. Naja, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh Gott, ich muss gucken, wo ich fahre, Alter. Ciao! Oh, is it what do you see? As you twist it out beneath. I feel